So, Freunde. Servus und habe die Ehre aus der Werkstatt. Und zwar Update. Beziehungsweise so gut wie fertig. Ja, noch nicht ganz beleuchtungstechnisch halt noch. Aber im Grunde genommen ist das Gerät soweit fast schon erledigt. Gell? Also vorne die komplette Frontpartie, Grill alles bearbeitet. Also wir haben alles zugegriffen. Jetzt seht ihr einmal den geilen Lack da, gell? Okay. Man sieht, jetzt ist ein bisschen Staub drauf wieder. Aber waschen. Und dann schaut das gut aus. Auf alle Fälle haben wir jetzt eigentlich alles gemacht. Beklebung kommt noch. Der Dachbalken kommt noch drauf. Der muss ich noch bauen. Da kommen noch die Fernscheinwerfer drauf. Das war der da. Hoppala. Das war der Kollege. Der auf den Gestelle getroffen. Da können wir links und rechts. Entschuldigung. Da können wir links und rechts noch die Fernscheinwerfer von LED Marte mit den Positionslichtern drauf. Ich habe mir zuerst überlegt, den wieder drauf montieren. Den habe ich gut erlebt. Aber bei dem soll man das gleiche. Dann auch meistens die Lichter. Die Kappen haben auch meistens defekt. Und so eine Kappe kostet 300. Aber. Besser als andere. Der schaut gut aus. Das Gestell ist schon hergerichtet. Also ich glaube, das passt da. So, jetzt wieder zu Unimog. Folgendes. Schauen wir gleich innen rein. Da habe ich schon mal das Daumen aufgepickt. Habe ich natürlich noch nicht fertig. Aber das wird schon. Ja, der Innenraum schaut auch mal relativ gut aus. Also da die ganzen Einstiege, gell? Alles richtig bärig hergerichtet, bis auf Schmutz. Aber es sieht jetzt echt wieder geil aus, gell? Muss man wirklich sagen. Bohnenschaller, mal gemacht, eingeschweißt. Schaut mal gut aus. Sitz. Ah, da ist Gestell unten neu hergerichtet. Und einen neuen Sitz haben wir reingetan. Ah, ist halt Leder, ich wollte eigentlich auch Stoff, aber ja. Mein. Das hat es jetzt ergeben, deswegen habe ich den reingebaut. Und ja, wird schon passen. Ja, es ist jetzt im Innenraum eigentlich auch nicht so viel getan. Auf der anderen Seite noch, kann ich auf der anderen sagen, haben wir das selber gemacht. So, die dritte. Haben wir alles angestrahlt, verzinken lassen, verzinken geschickt. Feine Sache. Auspuff ist auch mal hergerichtet, die ganzen Halterungen. Da die ganzen Korbfliegel. Unten auf, haben wir das eben beim letzten Mal schon gesehen, gell? Schaut ja mal gut aus. Ja, dank dem werden wir es leider nochmal bearbeiten. Dann werden wir nochmal schwarz lackieren wahrscheinlich. Weil der Lack ist drauf und der hält nicht so gut. Der verdruckt sich mit dem Diesel nicht so extrem gut. Dementsprechend werden wir das nochmal ändern. Aber ist jetzt eine Kleinigkeit. Ja, unten auf. Sieht man jetzt nicht viel, gell? Aber da schaut er mal pipi fein aus, würde ich sagen. Genau, von vorne bis hinten. Ja, was haben wir noch? Korbfliegel. Das haben wir jetzt noch gemacht, die Halterungen. Feine Sache, Edelstahl. Und da meine begehrten Plastikkotfliegel. Was ja eine super Sache ist. Oft haben wir da hinten wieder die ganze Heckpartie da. Folgendes ist heute noch gemacht. Heute habe ich da noch die LED-Rückfahrscheinwerfer. Nein, Rückfahrlichter, Entschuldige. Das sind die Rückfahrscheinwerfer. Die da. Das haben wir heute alles montiert, umgeschlossen. Das war ja ein bisschen eine Kutscherei, das alles da zusammensuchen, aber ist oft schon gegangen. Hat nachher schon funktioniert. Die Körn kann man ganz kurz das zahlen. Schalten wir das kurz ein. Schalten wir das kurz ein da. Und führt das einmal. Also ich finde die, für den Unimog haben die einfach der Hammer. Also ich hätte bei einem anderen 1400er genau die gleichen drauf, die taugen mir einfach, gell. Also ich finde die der Oberhammer. Mega geil. Jetzt muss ich gerade mal ausschalten. Muss man nicht da die Batterie fertig saugen. Umsonst. So. Umsonst ist nicht, weil die zugesenkt werden, gell. Ja, da hinten, warte, einen Moment.
Übrigens, die Felgen sind pro natürlich am besten. Die Felgen haben alle angeschliffen, hergerichtet, lackiert. Und das ist gut die Verdrehsicherung. Die haben wir drauf getan. Batteriekasten, Edelstahl zum Einschieben. Den haben wir ebenfalls neu. Also feine Sache. Jetzt auch. Da haben wir getauscht den Federspeicher hinten. Sieht man das da? Da innen ist der Federspeicher, aber leider durch. Der hat, wenn es offen gewesen ist, die Bremse hat der ausgeblasen. Dementsprechend neu nutzt ja nichts. So. Der Seite, selbes Spiel. Da, wo es gewesen ist, eingeschweißt, grundiert, lackiert und wieder die Bodenmatten rein. Und das ganze Gestell, das haben wir alles ein bisschen bearbeitet, noch lackiert, dass es ein bisschen nett ausschaut. Also schaut ja mal ganz schön her hinten. Außer halt zu putzen war die ganzen Armaturen. Aber Spiegel haben wir auch wieder montiert. Da habe ich mich dazu entschieden, weil die Originalen auf uns da, weil ich nichts Gescheites gefunden habe, was mir da gefallen hat. Da kann man ein bisschen reinschauen. Sieht aus. Ja. Also im Grunde genommen, bis auf diverse Kleinigkeiten halt, wie Beklebung, Beschriftung halt, Dachlicht, was haben wir noch? Ja, drei Lichtbalken und Beschriftung und Armaturölwechsel müssen wir noch machen. Getriebeölwechsel, den Rest haben wir ja bereits alles gemacht. Und was kommt dann noch? Ah, genau, die Brücke, die ist noch nicht fertig. Die Bordwände habe ich ja bereits gemacht, alle. Da haben jetzt die Scharniere auch. Die Scharniere haben jetzt auch schon alle hergerichtet, eigentlich. Ja. Kann man nochmal schauen. Jetzt habe ich wieder drunter liegen. Hoppala. Die sind jetzt alle da. Die sind schon mal ein bisschen dreckig geworden. Da haben die restlichen Scharniere noch. Und da haben wir die Bordwände. Hoppala. Das ist der Notsucher. Die Schließer sind eh schon drauf getan. Aber eben, was noch übrig bleibt, ist da oben, man sieht es. Jetzt sieht man es vor dem Steuer. Die Pritsche, die war noch zu richten, beziehungsweise komplett zu bearbeiten. Durchschleifen, grundieren, spritzen. Schauen wir noch. Ganz nebenbei, neuer Schneid, neuer Schlägel für den Auslegemulcher. Und so kriegt zusammen die verdrahten Schäkel und die Verschraubung samt die Büchse. Ja, und ansonsten haben wir das Update soweit wieder durch, glaube ich. Da die einmal sagen. Das werden wir auf jeden Fall auch wieder zusammenschrauben und halt zur Seite legen. Aber unimog-technisch haben wir soweit durch. Und beim nächsten Video werde ich wohl einmal zu vorn sehen sein. Also. Beziehungsweise beim nächsten Video werde ich beim nächsten Mal wird er wahrscheinlich im Einsatz sein, im leichten Einsatz. Weil der kriegt nur noch einen leichten Einsatz. Und im Winterdienst focht er sowieso nicht mehr. Das Gerät ist nur noch Schönwetterfahrzeug. So soll es sein, ne? Aber er schaut auf jeden Fall hammermäßig aus. Ich war Gaude. Zwei wahnsinnig viel Arbeit. Aber ich kann es gerade immer wieder sagen. Es lohnt sich jedes Mal wieder, Freunde der Berge. Ja, dementsprechend, da die sagen, haben wir das wieder durch. Was bin ich heute schon dreckig am Gesicht? Aber wo gearbeitet wird, entsteht auch Schmutz. Ist halt so. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Seid wieder auf dem neuesten Stand bezüglich 1400er Restaurierung. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Ciao, ciao.